Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Berlin. Ich bin heute nicht alleine, da ist Ryan Stecken. Hi. Hi. Und wir fahren jetzt nämlich gleich schön mit dem Taxi nach Neukölln und zwar in die Passage. Das ist ein Kino, da habe ich früher als Kind immer meine ganzen Star Trek Filme geguckt. Und da feiert heute nämlich Alice Sabel und seine Company mit Bob Schneider und Biggie und Nikolai Tegler. Die oben. Oh, jetzt ist so viel Scheiße. Oh nein, es ist einfach mal dunkel hier. Scheiße. Und die feiern nämlich heute ihre Premiere ihres ersten Kinofilms von Wenn Ediths Glocken läuten. Das ist das sehr erfolgreiche Weihnachtsbühnenstück von Edith Schröder. Na, Bent. Wir möchten gerne in die Karl-Marx-Straße zum Passage-Kino. Ich bin ja eine Social-Media-Queen, wisst ihr ja. Und ich wollte jetzt gerade schön so einen Snap machen und so eine Instagram-Story und so ein bisschen für Facebook und so. Aber ich bin seit heute mal wieder gedrosselt von meinem Mobilfunkanbieter. Und ich habe 3 GB im Monat. Das ist eigentlich auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil ich finde, wie dieses Snapchat ist sowieso völlig beschissen. Und Instagram-Stories braucht keine Sau. Die Karl-Marx-Straße ist immer noch gesperrt, weil es wird hier gebaut. Jetzt hat uns der wirklich süße Taxifahrer, hat uns jetzt von hinten rangefahren. Wir haben uns gefragt, warum wir so cool aussehen. Ja, und da haben wir gesagt, wir sehen gar nicht so cool aus. Wir gehen mal rein. Wir sagen jetzt mal den Zabels Hallo. Hallo. Guck mal hier. Hier sind ganz viele Menschen. Da ist die Jutta. Hi. Aber Jutta hat gerade noch keine Zeit. Die muss gerade Instagram. Die kann gerade nicht. Was muss es? Snapchatten oder was? Mach ganz schnell. Okay. Da gibt's Futsche. Also da sage ich ja ungern nein. Vielen Dank. Das ist ja wirklich widerlich. Jetzt passt auf. Guck mal, jetzt hier. Da. Transvestiten. Ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind bei unserer Kinopremiere. Ich habe mich aufgedrängt. Was ist denn das für eine neue Gerät? Das ist meine YouTube-Kamera. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Fischauge. Guck mal. Sieht einfach mal gut aus. Ja. Finde ich sehr gut. Ja. Es ist auch schön, dass du ja von oben filmst. Ja. Warte mal, von unten ist das nee. Oh. Toll. Und ich würde wahnsinnig gerne jetzt einen Sekt trinken. Aber hier gibt es gar keinen Sekt, weil die Bedienung bedient gerade die ganze Zeit da vorne und nicht hier. Ich habe heute extra das flacheste Haar aufgezogen, was ich habe, damit die Leute hinter mir noch gucken können. Dann Prost. Dass du da bist. Ja, das ist der Nikolai Tegler. Erzähl mal ein bisschen was. Was sehen wir heute? Also ihr erwartet heute eine feuchtfröhliche, frivole, untenrum hängende, wahnsinnig futschihafte Veranstaltung. Aber es wird, glaube ich, ganz gut. Das war der Pressetext jetzt gerade. Und was war deine Aufgabe bei diesem Film? Ich war Requisiteur und habe immer die Requisiten von A nach B geschaut. Nee, ich habe das Ganze produziert. Ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt, dass wir es jetzt geschafft haben hier mit so einer fetten Premiere. Ja, und dass du da bist. Das ist Marcel Mann. Hi. Marcel Mann ist ein wahnsinnig talentierter Synchronsprecher. Unter anderem. Das stimmt. Machen wir eine Comicstimme. Oh, Scheiße, das ist meine Kamera. Oh, wir sind sehr nah an der Kamera. Verdammt. Ja, das ist Fischauge. Und der kommt bald in meine Late-Night-Show. Ich bin heute wirklich wahnsinnig schön. Ja? Es ist so ein bisschen ausverkauft heute. So ein bisschen ausverkauft. Meine Damen und Herren, da hat sich der Herr Tegler geirrt. Ich bin Edith Schröder. Ja, wisst ihr was? Dieses Jahr bleibt die Kneipe eigentlich am Zu. Nein! Jetzt würde ich am Vormittag eine Überdosis Jutta. Notfalltopf. Zu stecken. Wie fandest du es? Es war ganz, ganz toll und lustig.
Aber es ist sehr kalt jetzt gerade schon. Ja. Sehr kalt. Ja. Was, eine Spende? Ich gebe dir einen Euro, Schatz. Ich gebe dir einen Euro. Warte mal. Ich glaub dir das Mäuschen. Warte mal hier. Das sind bestimmt 2, 3, 4 Euro irgendwas. Es gibt ja alles. Aber sehr klein sortiert. Gibt ja alles. Tschüss. Gleichfalls. Kommt, sie kommt. So, wir fahren jetzt U-Bahn. Oh, stecken. Ja, ich bin da. Bist du da? Ah, ja. Ich bin nützlich. Bist du nützlich? Ja, warum denn? Weil ich habe eine Karte. Und du kannst auf meine Karte mitfahren. Ich fahre jetzt schwarz. Hi. 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 Sehr viele Menschen. Traut sich niemand, sich zu uns zu setzen. Oh, sieht aber lecker aus. Darf ich mal? Oh, ich habe so einen Hunger. Ich würde gerne diese Pizza sofort aufessen. Guck mal, diese Pizza. Oh, guck mal, jetzt liegt es gut. Guck mal, jetzt liegt es toll. Ich Es interessiert keine Sau, was du zu erzählen hast. Du bist nicht der Nabel der Welt. Du bist nicht der Nabel der Welt. Oh nein. Also öffentliche Verkehrsmittel sind wirklich fürchterlich. Ich möchte das nicht auf Dauer machen müssen. Ich habe so einen Hunger. U-Bahnhof Möckernbrücke. Wir sind jetzt hier und gleich kommt die U-Bahn. Es ist sehr warm. Ja, ja, Kurva Match. Ja, 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 ja. Komm, wir gehen durch. Ja. Meine Güte. Ihr Mäuse, schön. Ich habe meine Winterjacke bei ihr zu Hause gelassen. Ihr Mäuse, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns bald wieder im Internet. Folgt mir auf Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube, Snapchat und Google Plus, obwohl das keiner mehr benutzt. Oh, nee. Ihr süßen Mäuse, bis bald. Tschüss. Bye.